Hallo zusammen, wir sind wieder im Schwarzwald unterwegs und heute sind wir am Schluchsee und stellen fest, die Staumauer vom Schluchsee wird saniert und diese Arbeiten sollen bis zum Juli dauern. Okay, trotzdem werden wir eine schöne Runde, denke ich, machen. Wenn ihr mitkommen wollt, bleibt einfach dran. Auf geht's! Ja, wie schon gesagt, die rund 64 Meter hohe Staumauer muss seit 80 Jahren das erste Mal saniert werden. Und aus diesem Grund ist auch der Wasserspiegel entsprechend niedrig. Der Kiosk hier hat sogar zeitweise geöffnet. Einerseits für Wanderer, aber vor allem, denke ich mal, auch für die Bauarbeiter, die hier die Sanierungsarbeiten ausführen. So hat wenigstens er ein klein wenig Umsatz in diesen Zeiten. Ja, die Vegetation hier ist natürlich auch noch einige Wochen zurück gegenüber unserem Zuhause. Ja klar, wir sind hier fast 1000 Meter hoch. Ja, stimmt auch. Da haben wir es dann wieder. Bei uns ist es schon spät, aber natürlich hier noch später. Ja. Thank you.
Rücken. Ja. Seltenheit, hier so viel von den Sumpfretterblumen zu sehen. Und hier stehen wir am Hangkanal. Jetzt kommen wir vorbei an der Segelschule Schluchsee. Gehört mit zum Segelverein. Denke ich. Und hier sieht man noch mal, wie weit das Wasser zurückgegangen ist. Schon sehr weit unten. Also ein bisschen Glück hat man mit dem Wetter letzten Endes doch, ne? Bis auf die eine kleine Husche jetzt so, war alles bis jetzt trocken. Wir hatten viel mehr Regen angesagt. Jo. Hat sich alles abgehalten, Gott sei Dank. Ja, liebe Freunde, Schluchsee haben wir wieder erreicht. Das sind jetzt, zumindest nach unserer App, knapp 18 Kilometer. So langsam tun doch die Füße weh. Aber ein bisschen müssen wir halt noch. Schluchsee ist hier im Sommer das Highlight. Auch mit sehr schönem Wohnmobilstellplatz. Natürlich jetzt geschlossen. Hier vorne liegt die Emmes-Schluchsee, die im Sommer ihre Passagiere über den See schippert und dabei verschiedene Haltestellen ansteuert. Ja, und das wird dann im Sommer oder so, ist das alles bepflanzt mit lauter Blumen. Das sieht dann ganz toll aus. Nun haben wir Schluchsee bereits hinter uns gelassen und folgen der B500 immer entlang der Bahnlinie und dem Stausee in Richtung Seebruck, von wo wir auch letztendlich starteten, und dann schließt sich der Kreis noch in Richtung Staumauer. Diese Animation zeigt euch nochmal unsere gelaufene Runde, die letzten Endes 21 Kilometer lang war.
Ja, liebe Freunde, hier vorn kommt bereits das Seehotel Hubertus direkt am Bahnhof Seebrugg. Und damit endet letzten Endes auch unsere Runde. Wenn euch unser Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben oder abonniert auch unseren Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Wir sagen an dieser Stelle schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.